Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine Box für dich. Boah, die ist so hübsch. Das ist die My Little Box aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir in die Box hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die ist eben angekommen und da war noch so ein Karton drumherum, den habe ich abgemacht, habe diese Box gesehen und mir gedacht, oh mein Gott. Nicht nur, weil wir hier wirklich eine schöne Box haben. Ne? Das ist eine hübsche, hübsche, hübsche Box. Box. Da sind auch noch Hunde drauf, halt diese Corgis oder wie die heißen, von der Queen halt. Denn das Motto ist Breakfast like a Queen. Und vorne anfangen, die My Little Box ist eine Box, die eine Beauty Box, ne? Die wird mir monatlich auch zugeschickt in der Kooperation. Vielen, vielen Dank an das wundervolle My Little Boxen Team. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht wie immer in der Infobox, wenn du dran teilnehmen möchtest. Ne? Und ich finde diese Box einfach so hübsch. Also das ist tatsächlich etwas, die werde ich behalten, weil ich bin auch so ein Fan von Hund. Ich bin ein Fan von Kaffee eigentlich, aber hier ist überall Tee, glaube ich, drauf abgebildet. Egal, ich bilde mir einfach ein, dass diese lilane Tasse vielleicht da oben Kaffee sein könnte. Man weiß es nicht. Ich mag Blumen. Ich finde es cool, dass wir hier dieses matte Design haben. Also es ist einfach mal was anderes. Ansonsten ist die My Little Box auch gerne mal in der Tasche oder einfach so irgendwie, ne? Also die ist immer sehr kreativ gestaltet. Die hat überhaupt kein festes Format und das hier finde ich enorm schön. Cool finde ich übrigens auch, dass hier zwar My Little Box drauf gedruckt ist, aber das steht hier sehr subtil drauf. Also diese Box kannst du so toll weiterverwenden. Extrem toll. Also ich feiere die Box jetzt schon total. Die kostet normalerweise 18,50 Euro pro Box und pro Monat. Und mit dem Code LittleClaudi kannst du 5 Euro auf deine erste Box sparen, sodass du 13,50 Euro für die erste Box bezahlst, ne? Hast aber auch keine Mindestlaufzeit oder sowas, was ich sehr, sehr cool finde. Also vielen Dank an das My Little Boxen Team, dass ihr auch diese Möglichkeit an meine Follower mitgibt. Und ja, hier haben wir drin eine Geschichte, die uns erzählt wird. Zwei Accessoires, die passend zum Thema gestaltet sein werden. Da bin ich sehr gespannt, weil eine Kaffeetasse passt hier, glaube ich, nicht unbedingt so rein, ne? Und drei Beauty-Produkte sind hier auch drin enthalten. Ich bin sehr gespannt. Komm, wir machen jetzt mal die Box hier erstmal auf. Wow, okay. Deckel ist entfernt. Und dann haben wir hier schon mal Sticker drin. Süß. Stick me, I'm famous. Ja. Wanna spill the tea. Süß. Darling, you are a work of art. Richtig süß. A cup of tea a day keeps the doctor away. Naja, ich kenne den Spruch ein bisschen anders, aber sehr süß, oder? Mhm. Feier ich. Dann haben wir hier nochmal eine Innentasche drin oder so. Da ist ja noch was drin enthalten. Huch, ist da alles drin? Nee, oh, da ist nämlich noch mehr unten drunter. Und dann, oh, das ist alles so liebevoll. Also du merkst, das ist so eine französische Box und da ist alles so Chichi-mäßig. Oh, das finde ich irgendwie, also es ist eigentlich ohne, nein, es ist mit Chichi. Es ist mit ganz viel Chichi, genau. Schlicht ist die definitiv nicht. So, ich weiß jetzt nicht, welche Seite, ach so, das ist der Spoiler für nächsten Monat. Okay, also in deiner exquisiten Queen-Routine fehlt noch ein kleiner Schritt, aber du ahntest noch nicht welcher. Kleiner Tipp, es befindet sich auf deiner Ablage im Badezimmer, siehst du es schon? Das klärende Waschscrub von Christophe Robin, sehr geil, das steht bei mir tatsächlich gerade unter der Dusche. Da ist meine Badezimmerroutine, da seht ihr das auch. Pflegt empfindliche Kopfhaut, entfernt Talg, wirkt regulierend und reinigt das Haar. Ab in die Dusche. Verteile es einmal pro Woche oder nach dem Ausspülen einer Koloration, habe ich nicht, ist alles noch, ist alles Natur, um Irritationen zu lindern. Jeweils einen Esslöffel voll auf dem nassen Haar. Okay. Massiere deine Kopfhaut und Nacken sanft damit und spüle es anschließend gründlich aus. Wenn deine Längen trocken sind, verwende zusätzlich eine Spülung. Hä? Echt? Wenn die erst trocken sind? Nee, die verwende ich schon eher. Gib deinem Haar den letzten Schliff, indem du es mit der My Little Box bürste. Schön. Wie? Was? Wo soll die denn? Die muss aber, bin ich gespannt auf die Größe. Entwirrst und sag Hallo zu einer Mähne, die noch stylischer ist als die gesamte Besetzung der Bridgertons. Überzeugt? Wir haben es vermutet. Und das trifft sich gut, denn Christophe Robin bietet dir 20% ohne Mindestbestellwert auf ihrer Website mit dem Code Christo. Das Angebot ist dann halt nur im Februar einlösbar, einige Ausschlüsse gelten und so weiter und so fort. Und Frau Professorin, ich habe da mal eine Frage. Nächsten Monat heißt es bei uns ab in die My Little Academy. Du wirst gemeinsam mit Lancôme, Biotherm und Kiehl's zur Skincare-Expertin und lernst verheißungsvolle Beauty-Helden kennen, die einen echten Unterschied machen. In unserer nächsten My Little Box drücken wir gemeinsam die Skincare-Schulbank und lassen uns in die Geheimnisse der perfekten Beauty-Routine einweihen. Ich liebe es, wie diese Sachen so geschrieben sind, ne?
was du erwarten kannst, Insiderwissen, Aha-Momente, erprobte Produkte und ein passendes Accessoire, um dein neues Wissen sofort in die Praxis umzusetzen. Lass dir das nicht entgehen. Schön, doch, hört sich auf jeden Fall interessant an. Da bin ich gespannt, was uns nächsten Monat erwartet. Wie gesagt, falls du Bock hast, gerne mit Little Claudi einfach die Box abonnieren, dann kriegst du die auch ein bisschen günstiger. Und schauen wir mal rein hier. Komm. Cheveux Queen. Brosse de Leçon au Poil. Capillaire. Okay. Hier hinten steht immer auf königliches Haar. Bürste ist einfach über, aber sanft. Klein, aber fein. Mit dieser Bürste lassen sich Knötchen im Haar einfach wegbürsten. Die Bürste aus dem FSC-zertifiziertem Holz. Gefertigt. Ich habe das Ist vergessen. Okay. Und sorgt für ein zartes königliches Volumen. Bist du bereit für deine Audienzen? Ein Haar in der Suppe brauchst du nicht zu fürchten. Oh Lord. Ich lieb's einfach, ne? Das ist so, oh, so anders. So anders, so toll. Und ich glaube, die My Little Box nimmt sich damit auch gerne selber auf die Schippe. Und das kann ich dann entweder für mich verwenden oder zum Beispiel auch für Julius, ne? Das ist nämlich hier auch ein bisschen sanfter, das Ganze. Das ist echt schön. Echt cool. Also ich glaube, für mich wäre das ein bisschen zu wenig, ne? Weil ich habe ja schon sehr lange Haare, aber es ist auch eine schöne Reisebürste. Ich mag das. Also ich finde das cool, dass wir das hier drin haben. Das ist ein tolles Produkt, was die My Little Box hier reingepackt hat, ne? Finde ich schön. Vor allem, wenn wir hier thematisch ja auch sehr bei den Haaren unterwegs sind. Und das wird uns dann ja sehr offensichtlich hier drin erwarten. Und genau, also haben wir quasi die Bürste und die Box als Accessoire. Finde ich perfekt. Also für mich sehr, 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 sehr passend. Und dann gucke ich jetzt hier mal. Genau, hier haben wir eine kleine Größe, nämlich von dem Christophe Robin. Und zwar ist das dieses Cleansing Purifying Scrub mit Meersalz, 40 ml haben wir hier drin. Leute, ihr braucht da echt nicht viel von. Also hier stand ja irgendwie ein Esslöffel oder so. Ich gebe mir das auch wirklich nur, wirklich in einer wirklich, wirklich, wirklich kleinen Menge auf meine Kopfhaut, weil das richtig krass schäumt. Also sehr feinschäumig. Ganz interessant. Probiert es aus, wenn ihr das in der Box drin habt. Ihr werdet es auch bemerken, was ich damit meine. Am Anfang erst ein bisschen so, dass ich gedacht habe, hey, was ist das denn? Eine ganz interessante Konsistenz und sehr, sehr kleiner, feiner Schaum, der sich dann bildet, aber dann richtig wusch macht, aber halt nicht so große Lufteinschlüsse hat. Also das wird ganz, ganz interessant. Und damit reinige ich halt auch wirklich meine Kopfhaut und heute Abend werde ich das auch wieder anwenden. Richtig gut. Und diese 40 ml, die werden dir auch wirklich lange reichen. Cool, wirklich cool. Und du brauchst es auch nur einmal pro Woche, ne? Das ist ein tolles Produkt und Christophe Robin hat einfach gute Haarpflege. Dann haben wir hier von der My Little Beauty Eigenmarke ein Cleany Baby, ein Gesichtsreinigungsgedöns, würde ich sagen. 100 ml sind hier drin, Reinigungsgel für einen strahlenden Teint. Genau, denn die My Little Beauty Produkte sind halt die Eigenmarke von der My Little Box. Manche Sachen kann man auch auf der Homepage finden und nachkaufen. Ich finde es immer schwierig, da den Preis halt zu taxieren, aber ich versuche es immer circa auszurechnen sonst. Französischer Lavendel, Rosen- und Rosmarinwasser, das ist auch schön. Und cool ist einfach auch die Storyline, die hier hinten mit draufsteht. Dieser aromatische Reiniger riecht nach Süden und reinigt sanft. Was steckt drin? Lavendel, der für seine regenerierenden Eigenschaften bekannt ist und gleichzeitig herrlich an die Provence erinnert. Deine Haut wird sanft gereinigt und ist nun beruhigt. Nimm eine haselnussgroße Menge des Produkts, massiere es sanft auf dein angefeuchtetes Gesicht, bis es schäumt und spüle es anschließend mit klarem Wasser gründlich ab. Dein frischer Kick nach dem Aufstehen oder vor dem Schlafengehen. Es ist immer so süß geschrieben und du hast hier immer super viele natürliche Inhaltsstoffe. 98% sind hier zum Beispiel drin, ne? Also das ist auch immer, also ich mag die Produkte von My Little Beauty und ich feiere das auch immer, wenn wir die mit drin haben, weil ich die auch gerne verwende. Ich hatte schon eine Maske und diverse Gesichtspflege. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal mit drin, ne? Alles Mögliche mit dabei gehabt, auch Haarmasken und so. Und das sind immer gute Produkte gewesen. So, und das letzte Produkt, was wir hier in diesem Säckchen drin haben, was steht da überhaupt drauf? Get Lazy, auch süß, ne? Sammle ich immer für eine Freundin, die für den Kindergarten immer solche Täschchen braucht. Jo. Für die liebe Ines, die mich übrigens damals auch überredet hat, YouTube zu machen. Sie ist schuld, deswegen bekommt sie auch immer ganz besonders viel Liebe von mir. auf jeden Fall, von First Aid Beauty, Fab. Ultra Repair Cream Intense Hydration for Dry Parched Skin. Safe for Sensitive Skin hat die Frau Hydration. Okay, das ist sehr, sehr schön. 28,3 Gramm, das sind immer interessante Größen, weil das ist eine amerikanische Unze. Und dementsprechend ist das so, ne? Das machst du dir einfach
vom Kopf bis zu den Füßen drauf. Ja gut, bei den 28,3 Gramm habe ich definitiv eine Anwendung. Wenn es hochkommt, zwei, aber sind dann ist doch eher eine Anwendung. Ja, sehr reparierende Creme werde ich ausprobieren, werde ich gleich im Aufgebraucht-Video was zu erzählen. Das sind jetzt hier die Produkte gewesen. Also ich finde das schon, es ist schon schön. Fühle ich mich damit königlich? Schon so ein Stück weit. Ne? Ich weiß gar nicht, welche Königin war das? Sissy oder so? Die sagte, man muss 100 Bürstenkämme pro Strähne pro Tag, bla, mit einer Bürste. Deswegen passt das halt irgendwie. Ne? Dann für die, also das ist halt auch so ein sehr, sehr hochpreisiges, hochwertiges Produkt. Ne? Dann ein bisschen was fürs Gesicht zur Reinigung. Dann so eine schöne Pflege. Und dieser ganze Vibe, diese Story, die einem mitgegeben wird, das ist natürlich immer dieses i-Tüpfelchen, was diese Box auch ausmacht und weswegen ich einfach jeder Person, die einfach so ein bisschen dieses Trüllü mag, diese Box halt empfehle. Und ich mag dieses Trüllü halt total gerne, ne? Voll mein Vibe. Und ja, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Klar wäre dekorativer Kosmetik cool gewesen. Keine Frage. Hätte ich mich auch drüber gefreut. Aber die Produkte, die hier drin enthalten sind, gefallen mir ebenfalls. Und ich bin sehr gespannt, was uns nächsten Monat erwartet. Also wenn da Lancôme, Biotherm und Kiehl's drin ist, ist das schon mal ziemlich genial. Weil das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Hoffentlich auch von Lancôme dann irgendwas dekorative, kosmetikmäßiges, oder? Mal schauen. Ihr Lieben, das ist es nun hier gewesen von mir und der My Little Box. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich echt gerne mal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!